Das ist mein lieber Kolmaraner Kollege Stefan Haag. Ja, und das ist mein Kollege Matthias Menzel aus Horst. Und wir starten hier heute das Projekt der Elbmarschenchor. Das bedeutet, dass wir hier in der Region Elbmarschen einladen, sich heute mit uns zu treffen, einige Lieder, einige geistliche Lieder zu singen, aufzunehmen und am Abend in der Kirche aufzuführen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die ganze Resonanz ist, auch überhaupt, wie viele Leute kommen. Und einfach einen schönen Nachmittag mal zu haben, mal wieder zusammen Musik machen zu können, zu singen und das Ganze nachher auch vorzuführen und aufzuführen. Fünf Kantoreien sind eingeladen und darüber hinaus auch alle Menschen, die jetzt nicht in Kantoreien singen, sondern Chorsingen mal so als Projekt ausprobieren wollen. Ja. Und wir haben dann natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht in den eigenen Chören. Wenn jetzt noch viele Gäste dazukommen, umso besser ist es dann natürlich. Chöre kommen aus verschiedenen Gemeinden, aus Horst, aus Colmar, aus Glückstadt, aus Herzhorn, aus Süderau, Kiepitz-Reihe. Meinetwegen auch über See. Ja, genau. Aber von dort her haben wir keine Anmeldung. Bisher. Ich bin Günter Köln, komme aus der Kirchengemeinde Horst und singe da in der Kantorei mit. Singe auch noch im Männergesangverein aus der Kirche noch mit. Und bin jetzt gespannt auf den Elbmarschenchor. Ich bin jetzt mit voller Gesangsstärke das Gefühl bekommen, wie es klingt, wenn man ein paar mehr Leute ist. Mein Name ist Dorit Erke. Und wie haben Sie davon erfahren? Es gibt ja auf Facebook verschiedene regionale Gruppen. Und ich meine, da habe ich das gelesen. Und eine Frau in der Nachbarschaft, die weiß auch davon, die hat mir dann die Noten schon gegeben. Hiermit? Weil ich gerne singe und weil unser Kirchenchor ja nicht mehr besteht. Und ja, ich bin neugierig, wie das alles aufgezogen wird. Es wird ja alles ein bisschen größer und hier umfangreicher. Aber ich habe auf jeden Fall auch Lust, obgleich ich nicht mehr die Jüngste bin.